Dios es poderoso. Gott ist mächtig. Así que bienvenidos en esta mañana. Juntos alabaremos al Señor. Deswegen heißen wir euch herzlich willkommen heute Morgen und wir wollen zusammen den Herrn preisen. Y por otro lado también escuchar de su palabra. Und wir möchten auch sein Wort hören. En esta mañana vamos a orar juntos. Heute Morgen werden wir zusammen beten. Y levantemos y abramos nuestro corazón a él. Und wir wollen unser Herz zu ihm erheben. Padre nuestro, te damos gracias porque tú has prometido nunca abandonarnos. Vater unser, wir danken dir, denn du hast versprochen, uns nie zu verlassen. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesus sagte, und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Tú eres fiel a tu palabra. Du bist treu deinem Wort gegenüber. Y en medio de nuestras circunstancias, tú estás aquí. Und mitten in unseren Umständen bist du hier bei uns. Tú eres el que nos ayuda. Du bist der, der uns hilft. El que nos sana. Er, der uns heilt. El que nos perdona. Der uns vergibt. Y nos libera de todas las aflicciones. Und du befreist uns von allen, von jedem Druck, von jeder Pression, ja. Padre, tú eres grandioso. Vater, du bist groß. Y en esta mañana nuestro corazón se eleva ante ti. Und heute Morgen erhebt sich unser Herz zu dir. Abrimos nuestras manos y nuestro corazón para recibir de ti alimento fresco. Wir öffnen unser Herzen und unsere Hände, um von dir frische Speise zu empfangen. Porque tú tienes en abundancia. Denn du hast im Überfluss. Y somos tus hijos, sentados en tu mesa. Und wir sind deine Kinder und wir sitzen an deinem Tisch. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Danke, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Muy bien. En esta mañana quisiera compartir algo acerca de la ley o la gracia. Heute Morgen möchte ich etwas mit euch teilen. Da geht es um das Gesetz oder die Gnade. Y aun cuando hay mucho que contar, pero solamente vamos a tocar un pequeño punto de todo este tema. Und obwohl dieses Thema sehr groß ist, werden wir uns nur mit einem kleinen Teil dessen beschäftigen. Y porque hay otros domingos más donde podemos seguir compartiendo acerca de esto. An weiteren Sonntagen werden wir weiter uns mit diesem Thema befassen. En la vida natural de nosotros pasamos por diferentes tiempos o etapas. In unserem natürlichen Leben, da gehen wir durch verschiedene Phasen im Leben, durch verschiedene Etappen. Primeramente somos bebé, ¿no? Cuando nacemos. Zuallererst sind wir Kleinkinder, Säuglinge, wenn wir geboren werden. En ese tiempo otros se ocupan de nosotros. Und in dieser Zeit kümmern sich andere Leute um uns. Después somos un niño y somos aún dependientes de los demás. Und danach werden wir Kinder und obwohl wir immer noch abhängig sind von anderen. Y luego creces y te conviertes en un adolescente. Sind wir dann doch schon etwas älter geworden. Danach wachsen wir und werden Jugendliche. Pero ahí ya queremos ser independientes. Und da möchten wir bereits unabhängig sein. Y luego viene la fase del adulto joven, donde aprendemos a tomar responsabilidad y nos casamos, si es posible. Und dann kommen wir in das junge Erwachsenenalter. Da werden wir unabhängig. Da möchten wir dann auch heiraten, wenn es möglich ist. Y finalmente viene la fase del adulto. Und zum Schluss kommt dann die Phase des Erwachsenenseins. Sería un tiempo caracterizado por sabiduría acumulada. Und es ist eine Zeit im Leben, wo wir an Weisheit zunehmen. Y donde tenemos la gran oportunidad de enseñar lo que hemos aprendido durante la vida. Und wo wir dann auch die Möglichkeit bekommen, das weiterzugeben, was wir im Leben gelernt haben. Podemos enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros, en las generaciones detrás de nosotros, lo que nosotros aprendimos. Wir haben die Gelegenheit, die zu lehren, die nach uns kommen, die Generationen, die nach uns kommen, und ihnen von dem weiterzugeben, was wir gelernt haben. Hay cierta similitud con la historia de la humanidad en todo esto. Und es gibt einen gewissen Zusammenhang zwischen der Menschheitsgeschichte in diesem Ganzen. Primeramente, cuando Dios creó al hombre, el ser humano entró en una fase que se llama la inocencia. Zuerst, als Gott den Menschen schuf, dann kam der Mensch in diese Phase hinein, die man die Unschuld nennen würde.
El objetivo de Dios para el hombre era sencillamente que el hombre tendría comunión con él. Das Ziel Gottes für den Menschen war ganz einfach, dass mit ihm Gemeinschaft hätte. Pero el hombre desobedeció. Aber der Mensch, der hat ihm nicht gehorcht, er war ungehorsam. Comenzó a platicar con el diablo. Und fing an, mit dem Teufel zu reden. Y todo eso, como ustedes saben, terminó en maldición y en muerte. Und ihr wisst es alle, dass dieses Ganze in Tod und Fluch sich verwandelte. Luego, después de esto vino, Dios abrió otra etapa para la humanidad. Danach hat Gott eine neue Etappe für die Menschheit geöffnet. Los teólogos llaman a esta etapa la etapa de la conciencia. Und die Theologen, die nennen diese Etappe die Zeit des Gewissens. Simplemente debían hacer lo bueno. Dios quería que hagan lo bueno. Gott wollte einfach, dass die Menschen das Gute tun. Pero en el corazón de la gente se manifestó la maldad. Aber im Herzen der Menschen kam das Böse zum Vorschein. Comenzaron a matarse unos al otro. Sie fingen an, einer den anderen umzubringen. Y finalmente Dios cerró este capítulo enviando un diluvio. Und schließlich endete Gott dieses Kapitel damit, dass die Sintflut schickte. Después estableció un tiempo que se llama el gobierno humano. Dann installierte eine Zeit, die man die Herrschaft des Menschen nennt. Dios había ordenado al hombre que se dispersaran después del diluvio y que se multiplicaran. Gott hatte den Menschen Anweisung gegeben nach der Sintflut, dass sie sich über die Erde ausbreiten sollten und sich vermehren sollten. Pero ellos desobedecieron, no se dispersaron, sí se juntaron para construir la Torre de Babel. Aber sie waren auch da nicht gehorsam. Sie verbreiteten sich nicht auf der Erde, sondern sie taten sich zusammen und haben den Turm zu Babel gebaut. Y entonces Dios envió la confusión de lenguas para dispersarlos. Schließlich schickte Gott dann die verschiedenen Sprachen, damit die Leute sich dann endlich auf der Erde verteilen sollten. Después entramos en la siguiente etapa donde Dios escoge a Abraham y le da promesas. Danach gab es die nächste Etappe, wo Gott Abraham erwählte. Sí, y le dio promesas. Und hat ihm Verheißungen gegeben. Él debería vivir en Canaán, esa sería su tierra, pero sus descendientes se fueron para vivir a Egipto. Sollte in Kanaan leben, das war seine Verheißung, aber seine Nachkommen, die gingen und lebten in Ägypten. Y el resultado de eso fue una esclavitud de todo un pueblo. Und das Resultat dessen war, dass das ganze Volk in Sklaverei endete. Entonces entramos en la siguiente fase, pues Dios entregó a su pueblo la ley. Dann kommen wir in die nächste Phase hinein, wo Gott seinem Volk das Gesetz gab. Ahora debían cumplir toda la ley. Jetzt sollten sie sich nach dem Gesetz ausrichten. Entonces, desde un principio, este pueblo violó la ley constantemente. Und es war aber so, dass dieses Volk beständig das Gesetz brach. Y por eso Dios los dispersó en todo el mundo. Und deswegen hat Gott sein Volk schlussendlich auf der ganzen Welt verteilt. Pero finalmente viene la etapa en la cual vivimos nosotros, donde Dios abrió el tiempo de la gracia. Und schließlich kam dann die nächste Etappe, in der wir heute leben, wo Gott die Zeit der Gnade, die Gott als die Zeit der Gnade bestimmt hat. En este tiempo para nosotros es importante aceptar la gracia de Dios. In dieser Zeit ist es für uns wichtig, dass wir die Gnade Gottes für uns annehmen. La gracia de Dios se manifiesta por el hecho de que él envió a su hijo como el Salvador. Die Gnade Gottes, die zeigte sich darin, dass seinen Sohn gab, uns zu retten. Y ya no te reconcilias con Dios porque eres bueno. Du kannst dich nicht mit Gott versöhnen, weil du gut bist. Ya no te reconcilias con Dios porque te mantienes disperso o reunido. Du kannst dich auch nicht mit Gott versöhnen, indem dass du zusammen bist oder dich verteilst irgendwo. No le agradas a Dios por el hecho que todos hablan el mismo idioma o no.
Du kannst Gott auch nicht dadurch gefallen, dass jetzt alle die gleiche Sprache sprechen, zum Beispiel. No llegas a tener la aceptación de Dios por el hecho de vivir en Israel. Du kannst auch nicht Gottes Wohlgefallen finden, indem du zum Beispiel in Israel lebst. Y tampoco puedes agradarle a Dios por cumplir todos los mandamientos, porque no te va a salir bien. Und du kannst Gott auch nicht gefallen, indem du das ganze Gesetz hältst, weil es wird nicht funktionieren. Du wirst es nicht halten können. La gracia consiste en esto de que Dios castigó o puso toda la culpa del pecado en una persona, en Jesucristo. Die Gnade, die besteht darin, dass Gott die ganze Sünde genommen hat und sie auf Jesus gelegt hat, auf eine Person. Y el único motivo por el cual Dios te acepta, und das Einzige, warum Gott dich akzeptieren würde, ist, es cuando tú tienes fe en que Jesucristo cargó tus culpas y tus pecados. Wenn du an Jesus glaubst und daran glaubst, dass er deine Schuld bezahlt und getragen hat. Y no importa lo que hiciste o lo que haces o lo que harás. Und es hat nichts zu sagen, was du getan hast, was du tust oder was du nochmal tun wirst. Dios te perdonó y te recibió como un hijo tuyo. Gott hat dir vergeben und er hat dich angenommen als sein Kind. A esto llamamos el tiempo de la gracia. Und dieses nennen wir die Zeit der Gnade. Y este tiempo de gracia ha durado ya 2000 años. Und diese Zeit der Gnade, die ist jetzt schon 2000 Jahre alt. Dios siempre dijo que este tiempo iba a terminar en algún momento. Gott hat immer gesagt, dass diese Zeit zu einem bestimmten Zeitpunkt enden wird. Y ese tiempo termina cuando Cristo vuelve. Und diese Zeit, die wird dann in dem Moment enden, wenn Jesus wiederkommt. El factor que acelera la venida de Jesús. Acelera? Ja, el factor que acelera, que hace ja. Que venga más also rápido. Also dass Jesus schneller kommt, da gibt es etwas, was das beschleunigt. Eso es que más gente se crean en Jesucristo. Das ist, dass mehr Leute an Jesus glauben. Entonces, si el tiempo de la gracia se extendió por 2000 años. Deswegen, wenn die Zeit der Gnade sich um 2000 Jahre, wenn die jetzt schon 2000 Jahre lang währt. Es porque tan poca gente se convirtió. Dios dann, quiere que vengan más. Dann ist es, weil so wenig Leute sich zu ihm bekehrt haben. Gott möchte, dass noch mehr kommen. Si tú quieres que Jesucristo venga pronto. Wenn du willst, dass Jesus bald kommt, cuéntale a otros de Jesús. Dann erzähle anderen von Jesus. Haz que muchos puedan entrar en el reino de Dios a través de la fe en Cristo. Damit viele durch den Glauben an Jesus in das Reich Gottes hineinkommen können. Miren, el apóstol Pablo habla de este tiempo en Hechos capítulo 20, 24. Y dice, el Señor Jesús me asignó la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Der Apostel Paulus, der hat von diesem Auftrag geschrieben in Apostelgeschichte 20, Vers 24 und sagt, Jesus gab mir den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Entonces Pablo vivió en los inicios del tiempo de la gracia. Paulus lebte also zu Anfang dieser Gnadenzeit. En su tiempo, cuando él vivió, el tiempo de la ley había terminado. In seiner Zeit, wo er lebte, war die Zeit des Gesetzes zu ihrem Ende gekommen. La ley ya no era el método para llegar a Dios. Das Gesetz war nicht mehr die Art und Weise, zu Gott zu gelangen. O sea, no es la condición para llegar a Dios. Also es ist nicht die Voraussetzung, um zu Gott zu gelangen. La condición para llegar a Dios ahora es la gracia. Die Voraussetzung, die wir heute brauchen, um zu Gott zu kommen, ist die Gnade. En el tiempo de Pablo, justamente algo nuevo había empezado. Und in Paulus seiner Zeit, da hatte etwas Neues begonnen. Él dijo, es una buena noticia que tenemos ahora. Er sagte, es ist eine gute Nachricht, die wir heute haben. Y él dice que la gracia es maravillosa. Und er sagte, dass die Gnade wunderbar ist. ¿Por qué es una buena noticia? Warum ist es eine gute Nachricht? Si él hubiera dicho, bueno, ahora en adelante tienen que esforzarse más aún para no permitir ningún pecado en su vida. Wenn er gesagt hätte, also ab heute müsst ihr euch noch mehr anstrengen, damit es auch wirklich keine einzige Sünde in eurem Leben gibt. No sería una buena noticia. Dann wäre es keine gute Nachricht gewesen. La buena noticia es que Dios te perdona por el simple hecho de creer en Cristo Jesús. Sondern die gute Nachricht ist, dass Gott uns vergibt, einfach nur, weil wir an Jesus glauben. Dios te concede una gracia.
Gott gibt dir eine Gnade, er gewährt dir eine Gnade. Y si tú experimentas esta gracia, und wenn du diese Gnade erlebst, te transforma y te da un deseo nuevo en tu vida, dann fängt sie an, dich zu verändern und sie gibt dir ein neues Begehren in deinem Leben. Neue Wünsche werden wach in deinem Leben. Y quieres, deseas agradar a Dios. Und du wünschst es dir, Gott zu gefallen. Deseas que viene, venga su reino. Du wünschst es dir, dass sein Reich kommen möge. Deseas hablar con Jesús. Du möchtest von Jesus reden. Y en ese estilo de vida vas a descubrir que dejas de pecar. Und in diesem Lebensstil, je mehr du dich darin befindest, wirst du feststellen, dass du immer weniger sündigst. Muchas personas tienen miedo cuando se habla de la gracia. Viele Leute, die haben Angst, wenn man von der Gnade spricht. Porque creen que ahora podemos pecar, Dios siempre nos va a perdonar igual. Weil sie glauben, jetzt kann ja jeder tun und lassen, was er will, weil Gott wird uns ja schon alles vergeben. El tema es que el pecado en nuestras vidas funciona como una bomba de tiempo. Es ist aber so, dass die Sünde in unserem Leben ungefähr wie eine Zeitbombe funktioniert. El tema es que cuando vivimos, cuando nos permitimos el lujo de vivir constantemente en un pecado, es ist so, dass wenn wir uns den Luxus gönnen, beständig in einer Sünde zu leben, entonces tal vez no es así que Dios viene para castigarte, cosa lo que nosotros creemos. Dann ist es vielleicht nicht so, dass Gott dann kommt, um uns zu bestrafen, was wir aber ja eigentlich gedacht haben, was passieren würde. Lo que sucede es que esa bomba que vos estás practicando revienta en algún momento y vas a comer las consecuencias. Das Thema ist, Gott lässt uns manchmal laufen und diese Sünde, in der wir beständig leben, sie ist wie diese Bombe, die zu irgendeinem Zeitpunkt explodiert und dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Pero Dios vio que había demasiado muchas malas consecuencias para nosotros, por eso abrió un tiempo de la gracia. Aber Gott sah das, dass es zu viele solche Konsequenzen in unserem Leben geben würde und deswegen entschied er sich für eine Gnadenzeit. Y entonces cuando comemos de la gracia, la motivación dentro de nosotros cambia. Deswegen, wenn wir von der Gnade essen sozusagen, dann fängt unsere Motivation innerlich an, sich zu verändern. Vuelvo a decir, el tiempo de la ley se caracterizaba por la obediencia. Ich sage es noch einmal, die Zeit des Gesetzes, die hat sich dadurch ausgezeichnet, dass die Leute gehorsam sein mussten. Porque la palabra misma dice, la persona que cumple la ley vivirá. Denn das Wort selber sagt, das Wort Gottes sagt, der das Gesetz hält, der wird leben. Entonces, como ninguna persona logró cumplir con la ley, todos murieron. Und es starben aber alle, weil es ja niemand geschafft hat, das Gesetz zu halten. Nadie jamás logró cumplir la ley sin faltar en algún área. Niemand hat je das Gesetz halten können, ohne sich irgendwo schuldig zu machen. Por eso el título de la humanidad es pecadores. Deswegen ist unser Titel als Menschheit, wir sind alle Sünder. Todos son transgresores de la ley. Wir sind alle Übertreter des Gesetzes. Y hubo un solo hombre que nunca pecó. Es gab nur einen einzigen Mann, der niemals sündigte. Es el Hijo de Dios. Und das war der Sohn Gottes. Es Jesús. Das war Jesus. Siendo el mismo inocente, él cargó nuestras culpas y pecados. Er war unschuldig, aber er nahm unsere Schuld auf sich. Entonces fue él quien cargó inocentemente la maldición de incumplir la ley. Er als Unschuldiger nahm diesen Fluch auf sich, den wir auf uns geladen hatten, indem wir das Gesetz nicht befolgten. Entonces en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Deswegen heißt es in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Veo en mi propia vida, en el pasado, también mucha confusión. Ich sehe selbst, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, dass es zu einer Zeit viel Verwirrung gab. Porque pensé que yo creo en Cristo. Ich dachte Folgendes, ich glaube an Christus. Pero cuando cometí algún pecado, algún tropiezo. Aber wenn ich dann etwas gesündigt habe. Entonces pensé, bueno, ahora ya no soy hijo de Dios. Habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich nicht mehr ein Sohn Gottes. ¿Será que no me funcionó mi bautismo?
Kann sein, dass meine Taufe, das hat nicht alles so geklappt, wie es hätte sollen. ¿Será que no me convertí bien? Kann sein, dass ich mich nicht richtig bekehrt habe. Pensé que nunca más iba a pecar si Jesús estaba en mi corazón. Él no pecó, yo tampoco no debería pecar. Und ich dachte, ich darf ja nach meiner Taufe gar nicht mehr sündigen, weil Jesus hat ja auch nicht gesündigt. Und wenn ich dann aber trotzdem gesündigt habe, dann habe ich das nicht mehr verstanden. Entonces me esforcé mucho con cumplir con los 10 mandamientos. Dann habe ich mich also sehr angestrengt, die 10 Gebote zu halten. Y no sé cómo les fue a ustedes, pero seguramente sienten o saben de lo que estoy hablando. Ich weiß nicht, wie es euch damit gegangen ist, aber ich denke mal, ihr wisst, wovon ich rede. Y sentimos que hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano. Manchmal fühlen wir uns, heute bin ich Christ, morgen bin ich keiner mehr. Pero hay una buena noticia. Aber es gibt eine gute Nachricht. Es una gracia maravillosa. Es ist eine wunderbare Gnade. Si tú entregas tu vida una vez a Cristo. Wenn du dein Leben einmal Jesus Christus übergibst. Jesús mismo dijo, nadie va a arrebatarte de mis manos. Dann sagt Jesus selber, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Y si tropiezas, pues levántate. Und wenn du fällst, dann steh auf. O sea, el pecado siempre es como una bomba de tiempo. Die Sünde ist immer wie eine Zeitbombe. También en nuestra vida. Auch in unserem Leben. Pero el hecho de caer no nos saca de las manos de Dios. Aber dadurch, dass wir fallen, heißt das noch nicht, dass wir deswegen aus der Hand Gottes gefallen sind. El pecado en ese caso se vuelve en contra de nosotros. Es ist so, dass die Sünde sich dann gegen uns wendet. Y es que parece que se levanta frente a nosotros como un telón. Und sie stellt sich vor uns auf wie eine Wand. Y nosotros no podemos ver a Dios, pero Jesús sigue viéndonos. Und wir können Gott dann nicht mehr sehen durch die Sünde hindurch, aber Jesus kann uns weiterhin sehen. Y el acusador viene en estos momentos y te dice, ah, viste, Dios ya no te quiere más, vos pecaste. Und in diesen Momenten kommt dann der Ankläger und sagt, siehst du, du wusstest es ja, Gott wird dich jetzt nicht mehr annehmen, weil du hast gesündigt. Y no es que Dios te rechazó, el acusador te acusó. Es ist aber nicht so, dass Gott dich abgelehnt hat, sondern es ist so, dass der Ankläger dich anklagt. Y tú creíste al acusador, comenzaste a conversar con el acusador. Und du hast dem Ankläger geglaubt, weil du dich mit ihm eingelassen hast. En vez de levantarte y correr nuevamente a los brazos del Padre. Stattdessen erhebe dich, steh auf und laufe wieder zurück in die Arme Gottes. Porque Dios cargó todas tus culpas y todos tus pecados en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Denn Jesus nahm all diese, denn Gott lud all diese Schuld auf Jesus Christus am Kreuz für dich. Saben, muchas veces somos profundamente religiosos. Wisst ihr, manchmal sind wir einfach in unserem tiefsten Inneren sehr religiös. Somos tan legalistas. Wir sind so gesetzlich. Y cuando logramos cumplir una o dos de los 10 mandamientos, ya nos sentimos mejor. Und wenn wir es dann geschafft haben, eins oder zwei Gebote zu halten, dann fühlen wir uns schon besser. La idea no es cumplir los 10 mandamientos. Doch es geht hier gar nicht darum, die 10 Gebote zu halten. Se trata de tener comunión con el Espíritu Santo. Es geht hier darum, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu haben. Porque el Espíritu Santo nunca te va a llevar a pecar contra Dios. Denn der Heilige Geist, der wird dich niemals dahin bringen, dass du gegen Gott sündigst. Si tú caminas con el Espíritu Santo, vas a perder las ganas de robar. Wenn du mit dem Heiligen Geist lebst, dann wird dieses Verlangen zu stehlen verschwinden. Va desaparecer el deseo de adorar a un ídolo, por ejemplo. Dann wird es auch verschwinden in dir, einen Götzen anzubeten. Y ya ven, el Espíritu Santo hace que tú cumplas los 10 mandamientos y cualquier otro mandamiento de Dios sin tu esfuerzo. Der Heilige Geist, der wird dir helfen, Gottes Gebote zu halten und andere Gebote zu halten, ohne dass du dich anstrengen musst. Y vas a desarrollar una relación muy espiritual, pero natural con Dios. Aber du wirst eine Beziehung zu Gott entwickeln, die sich sehr natürlich anfühlt und auch geistlich ist. Cuando nos justificamos por nuestras buenas obras que nosotros hacemos. Wenn wir uns rechtfertigen mit unseren guten Werken, die wir getan haben, o sea, cuando somos, oder die wir tun, cuando somos legalistas,
Wenn wir also gesetzlich sind, enseguida nos comparamos con los demás. Dann fangen wir an, uns mit den anderen zu vergleichen. Miramos las otras personas y decimos, no, pero yo soy mejor que él. Und wir schauen uns die anderen an und sagen, aber ich bin besser als der. Y comenzamos a acusarlo, mira cómo pecó. Und wir fangen an, den anderen anzuklagen und sagen, schaut mal, was der getan hat. Nos creemos ser mejores que los demás. Wir glauben, dass wir besser sind als die anderen. Eso es un producto del legalismo. Und das ist etwas Gesetzliches. Das kommt aus der Gesetzlichkeit. Lo único lo que nos aprueba ante Dios es tener fe en su Hijo Cristo Jesús. Das Einzige, was uns vor Gott gut stellt, ist, dass wir Glauben an Jesus Christus haben. Y la salvación es la gracia que Dios derramó en este tiempo. Und die Rettung ist die Gnade, die Gott in diese Zeit hineingegossen hat. Y nos adueñamos de esta verdad exclusivamente mediante de la fe. Und wir nehmen diese Wahrheit für uns durch den Glauben an. Y ya se dan cuenta, la fe es algo más profundo como el mero saber o enterarse de. Und ihr wisst, der Glaube ist etwas viel Tieferes wie das, was ich im Kopf habe, das, was ich im Kopf verstanden habe. Por eso en Zacarías 12, versículo 10, habla de este tiempo donde dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y los habitantes de Jerusalén. In Zacharia 12, Vers 10 spricht es über diese Zeit und sagt, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Bueno, ya sabemos cómo es la historia. Ja, und wir kennen bereits die Geschichte. En Pentecostés Dios derramó su espíritu y su gracia sobre los judíos. Pfingsten goss Jesus den Heiligen Geist aus über die Juden. Pero la nación de Israel rechazó la gracia que Dios les ofrecía. Aber das ganze Volk Israel, das Volk im Ganzen, das hat diese Gnade abgelehnt. Por eso Dios abrió esa gracia para nosotros que somos los gentiles. Und deswegen hat Gott die Tür geöffnet, damit wir, die wir Griechen oder Heiden sind, damit wir auch Zugang zu dieser Gnade haben. Entonces hay una diferencia entre el legalismo y una vida de gracia, en gracia. Es gibt also einen fundamentalen Unterschied zwischen dem Leben im Gesetz und dem Leben in der Gnade. Porque cuando uno vive en la gracia, denn es ist so, wenn jemand in der Gnade lebt, sobre su vida es derramado el espíritu de gracia y de oración. Dann ist über sein Leben der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen. Una vida que se lleva en fe en Cristo. Ein Leben, was man lebt im Glauben an Jesus, es una vida que se caracteriza por la gracia que tiene esa persona. Das ist ein Leben, was sich dadurch auszeichnet, dass diese Person Gnade hat. Y por otro lado, es una persona que vive en constante comunión, comunicación con Dios, o sea, oración. Und etwas anderes, was so eine Person auszeichnet, ist die beständige Gemeinschaft, die sie mit Gott hat. Vivimos en un tiempo de la gracia, pero siempre estamos tentados de volver a la ley. Wir leben zwar in der Zeit der Gnade, und doch werden wir immer wieder versucht, immer wieder in die Gesetzlichkeit hineinzufallen. Y mezclar la ley con la gracia es como poner vino nuevo en odres viejos. Und das Gesetz der Gnade und die Gesetzlichkeit, Gesetz und Gnade miteinander zu vermischen, das ist so, wie wenn man neuen Wein in alte Schläuche gießen würde. Hablando de vino nuevo y odres viejos, no se trata de apuntarle a alguna persona, tú eres odre viejo, tú eres vino nuevo. Also wenn wir davon jetzt sprechen, den neuen Wein in alte Schläuche gießen, dann geht es nicht darum, Menschen zu charakterisieren und zu sagen, okay, der ist neuer Wein, aber der ist noch ein alter Schlauch. Sino esta frase sencillamente habla de lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Debemos quedarnos con el vino nuevo. Denn dieser Ausdruck, der hat mit dem zu tun, was in unserem eigenen Leben passiert. Also wir sollen mit dem neuen Wein, den sollen wir trinken. Y ese nuevo vino va a encontrar también un odre nuevo. Und dieser neue Wein, der wird sich Ausdruck geben in neuen Gefäßen. Cuando tú recibes la gracia de Dios, wenn du die Gnade Gottes erlebst, ese hecho quita toda presión de tu vida. Und das nimmt dir jeglichen Druck von deinem Leben weg. Quita toda carga que tú sientes. Es nimmt dir jede Last weg, die du hast. Y provoca un deseo dentro de ti de estar conectado con el Señor siempre. Und es erweckt in dir einen Wunsch,
auf ewig mit dem Herrn zusammen zu sein. La oración es una, se convierte en una constante en tu espíritu. Das Gebet, das wird in deinem Geist zu einer Konstanten. Es ist beständig da. Pero no es una oración del legalista. Aber es ist kein gesetzliches Gebet. Sino es algo que practicas todos los días. Denn es ist etwas, was du jeden Tag einfach so einfach machst. Y no solamente antes de ir a la cama. Und nicht nur, ehe du zu Bett gehst, zum Beispiel. Te levantas de la cama y le dices, hola Espíritu Santo, buen día. Du stehst morgens auf zum Beispiel und sagst, guten Morgen, Heiliger Geist. ¿Qué hacemos hoy? Was machen wir heute? Y durante todo el día sigues conectado y hablas con él. Und so bist du dann den ganzen Tag mit ihm verbunden und redest mit ihm. Aunque habrá momentos donde tú tal vez te retiras en una esquina de tu casa y para hablar más profundamente con el Señor. Trotzdem kann es sein, dass du dich immer wieder mal in eine stille Ecke zurückziehst und dann wirklich auch in die Tiefe mit dem Heiligen Geist redest. O tal vez lo hagas durante horas o durante días, pero no es un acto religioso, sino es una cosa que fluye de ti. Vielleicht machst du das auch manchmal stundenlang oder tagelang, aber es ist nicht ein etwas Gesetzliches, was du tun musst, sondern es ist etwas, was aus dir herauskommt, was aus dir herausfließt. Cuando tú vives bajo la gracia, gracia y oración serán derramadas sobre tu vida. Wenn du in der Gnade lebst, dann werden Gnade und Gebet auf dein Leben ausgegossen werden. Entonces es como un espíritu en el cual tú te mueves. Por eso es derramado el espíritu de gracia sobre ti. Es ist wie ein Geist, in dem du lebst. Deswegen heißt es auch, der Geist der Gnade wird auf dich ausgegossen. ¿Tú eres cristiano? Du bist Christ. ¿Estás consciente de algún pecado? Ist dir irgendeine Sünde bewusst? Entonces quiero decirte lo siguiente. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Tú no eres aceptado en este momento por Dios por el hecho de pecar poco o nada. Du bist in diesem Moment nicht deswegen von Gott angenommen, weil du wenig oder gar nicht gesündigt hast. Dios no sonríe sobre tu vida por el hecho de que tú dices, Señor, yo cumplí los 10 mandamientos hoy. Gott lächelt nicht zufrieden über dir und sagt, oh Herr, ich habe bloß weil du jetzt heute mit allen 10 Geboten, du bist also allem treu gewesen, du hast alles gut befolgt. El único motivo por el cual Dios sonríe sobre ti es cuando tú confías en Cristo Jesús, de que Él cargó tus pecados. Der einzige Grund, der Gott wirklich zum Lächeln bringt, ist der, wenn du in Jesus Christus, an Jesus Christus glaubst, wenn du seine Gnade annimmst für dich. Tú fuiste perdonado por confiar en Cristo. Denn dir wurde vergeben, weil du an Christus geglaubt hast und ihm vertraut hast. Cristo, quien perdonó tus pecados derramando su sangre en la cruz. Christus, der deine Sünden vergeben hat, indem er sein Blut vergossen hat am Kreuz. Sabes, tu fe en Cristo muchas veces parece bien firme. Also oft sieht es so aus, dass dein Glaube an Jesus ziemlich stabil aussieht. Sobre todo porque te va bien. Wenn es dir gut geht, besonders dann. No hay mayores problemas en tu vida. Wenn es nicht so gravierende Probleme in deinem Leben gibt. No estás en ninguna crisis. Wenn du in keiner Krise dich befindest. Estás sanito. Du bist gesund. Y parece que todo tienes bajo control. Tu Dios anda. Und dann sieht es so aus, als hättest du alles unter Kontrolle und dann ist Gott zu dir auch gut. Funktioniert alles. Pero en esos momentos, cuando confrontas con una enfermedad severa, aber in diesen Momenten, wo du plötzlich mit einer schlimmen Krankheit konfrontiert wirst, cuando estás confrontado con la muerte misma, wenn du vielleicht dem Tod selbst gegenüberstehst, tu esfuerzo por cumplir los mandamientos no te darán seguridad de salvación, te cuento. Dann wird es dir keine Sicherheit geben, zu wissen, dass du immer das Gesetz gehalten hast. La conciencia en este momento te va a condenar constantemente. In diesem Moment wird dein Gewissen dich beständig verurteilen. Muchas veces he escuchado la pregunta de personas que se vieron confrontados en su vida con la muerte. Sehr oft habe ich gehört von solchen Leuten, die sich mit dem Tod gegenüber Auge in Auge, die mit dem Tod Auge in Auge standen, dass sie sich Folgendes gefragt haben. Ellos se preguntaron,
será suficiente? Alcanzará para que yo sea salvo? Sie haben oft gefragt, wird es reichen, dass ich gerettet werde, das, was ich getan habe? Y con una sonrisa en la cara les respondí. Und mit einem Lächeln im Gesicht habe ich ihnen immer geantwortet. No. Nein. No es suficiente, no alcanza. Es wird nicht reichen. Tú necesitas gracia. Du brauchst die Gnade. No te salvas por lo bueno o lo malo que hiciste en tu vida. Du wirst nicht gerettet durch das Gute oder das Schlechte in deinem Leben, das du getan hast. Solamente eres salvo en el momento que tú crees que Jesús cargó tus culpas y tus pecados. Du bist nur dann gerettet in dem Moment, wo du glaubst, dass Jesus deine ganze Schuld getragen hat. Lo único lo que es suficiente, lo único que alcanza es la gracia inmerecida que Dios tiene para nosotros. Das Einzige, was genug ist, das ist die Gnade, die Gott für uns hat. Cristo pagó tu deuda. Jesus hat deine Schuld bezahlt. Cristo te perdonó. Jesus hat dir vergeben. Lo único que te queda es aferrarte en fe lo que Cristo hizo por ti. Das Einzige, was dir übrig bleibt, ist im Glauben an Jesus festzuhalten und an dem, was er für dich getan hat. Cuando tienes fe, se apodera de ti una seguridad de ese hecho. Wenn du Glauben hast, dann wirst du Sicherheit, immer mehr Sicherheit bekommen über diese Tatsache. Tú tienes que entender que Dios no es tu enemigo. Du musst verstehen, dass Gott nicht dein Feind ist. Dios es tu amigo y te ama. Gott ist dein Freund und er liebt dich. Y te animo a poner tu mano en tu corazón, sobre tu corazón y decir, Dios me ama. Und ich mache euch Mut, die Hand aufs Herz zu legen und sagen, Gott liebt mich. Estoy pasando por momentos difíciles, igual Dios me ama. Ich gehe jetzt gerade durch schwierige Zeiten, aber egal, Gott liebt mich. Dios no me está castigando. Gott straft mich nicht. Dios castigó a su hijo por mi culpa. Gott hat seinen Sohn gestraft für mich. Dios me ama. Gott liebt mich. Dios me perdona. Gott vergibt mir. Hazlo en tu tiempo privado una y otra vez. Tu es zu Hause in deinem, für dich alleine immer wieder, dass du dir dies zusagst. Vas a ver que así va a crecer tu fe. Du wirst sehen, dass das deinen Glauben stärken wird und dein Glaube wird wachsen. Y gracia y oración crecerán en tu corazón. Und Gnade und Gebet werden in deinem Herzen immer mehr Raum einnehmen. Juan 14, 13 al 14 dice, Jesús a la mujer samaritana, él le dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. In Johannes 4, 13 bis 14 sagt Jesus zu der samaritanischen Frau, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. La mujer samaritana iba a tomar del pozo de la tradición judía. Die samaritanische Frau, die wollte aus dem Brunnen der Tradition, der jüdischen Tradition trinken. O sea, en realidad de la tradición israelí. O sea, lo que los padres habían hecho en esa tradición, en ese legalismo quería seguir. Sie wollte in dieser Gesetzlichkeit bleiben, die sie von ihren Eltern gelernt hatte. Y Jesús le dijo, si me pides a mí, yo te voy a dar agua que fluye hasta la vida eterna. Doch Jesus sagte zu ihr, wenn du mich bitten würdest, dann würde ich dir Wasser geben, das bis ins ewige Leben reicht. Les da vida. Lo que yo tengo para ti es una buena noticia. Und das, was ich für dich habe, ist eine gute Nachricht. Es wird dir Leben geben. Es una gracia maravillosa. Es ist eine wunderbare Gnade. Y vemos que Jesús habla de que él está dispuesto a entregarle gracia en vez de una ley. Und wir sehen hier, dass Jesus bereit ist, Gnade zu geben, statt das Gesetz. ¿No es interesante que Jesús justamente a esta mujer samaritana, que era una pecadora? Ist das nicht interessant, dass Jesus nicht zu dieser Frau sagte, ach, was bist du nur für eine Sünderin? Justamente a esta señora, que era una pecadora, él se reveló como hijo de Dios. Él dijo, yo soy el Mesías. Obwohl diese Frau eine Sünderin war, hat er sich gerade ihr gegenüber als Sohn Gottes offenbart. Nicodemus, que era un fariseo, un erudito de las Escrituras. Und bei Nicodemus, der war ein Pharisäer, der war ein sehr Gelehrter der Heiligen Schrift. Jesús tuvo una conversación con él, sin embargo,
aunque la conversación era mucho más larga, no se reveló como Mesías a Nicodemo. Bei Nikodemus war das anders. Obwohl er eine lange Unterhaltung mit Nikodemus hatte, hat er sich zu keinem Moment als Sohn Gottes geoffenbart, Nikodemus gegenüber. Porque Jesús dijo, yo vine para salvar al perdido. Denn Jesus sagte, ich bin gekommen, um das Verlorene zu retten. Y es sencillo, si tú sabes que estás perdido, entonces tienes la condición de ser salvo. Dann sagt, es ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagte, ich bin gekommen, um das Verlorene zu retten. Wenn du also weißt, dass du verloren bist, dann kannst du gerettet werden. Si tú crees, no, está todo bien conmigo. Yo cumplo más o menos casi siempre con los 10 mandamientos. Estoy bastante bien en comparación con ella. Pa. Wenn du also glaubst, mir geht es ja eigentlich gut. Ich bin ganz ziemlich gut. Ich mache auch, ich halte das Gesetz so ziemlich gut und ich bin nicht so wie der da. Y además no estoy siempre enferma como ella. Ella seguramente tiene algo negro. Und, yo siempre estoy sano. Außerdem bin ich viel gesünder wie der da. Ganz sicher hat er irgendeinen Fluch auf sich liegen. Dios me bendice. Qué bárbaro. Gott segnet mich. Also, was will ich noch mehr? Entonces puede ser que algún día te encuentres con Jesús. Das kann sein. Eines Tages begegnest du Jesus. Y no lo reconoces. Und du wirst ihn nicht erkennen. No te das cuenta que es él. Und du merkst nicht, dass es er ist. Y Jesús no te dice, yo soy el Mesías, yo podría darte agua viva. Und Jesus wird dir dann nicht sagen, ich bin der Messias, ich kann dir frisches Wasser geben. Pero si tú estás en la condición y te das cuenta que te falta algo. Aber wenn du in dem Zustand bist, wo du merkst, dass dir etwas fehlt. Dices, yo soy pecador, yo necesito deshacerme de esta carga. Wenn du merkst, ich bin ein Sünder und ich brauche irgendetwas, um diese Last loszuwerden. Entonces Jesús está ahí para sacarte la carga, porque él ya la cargó en la cruz. Dann wird Jesus da sein, um deine Last wegzunehmen, denn er hat sie am Kreuz bereits getragen. Y no te va a condenar. Und er wird dich nicht verurteilen. Te va a recibir las veces que tú vuelves a él. Er wird dich annehmen, so oft wie du zu ihm kommst. Pero no tienes que hacerlo en tu cabeza, tienes que hacerlo en tu corazón. Aber es reicht nicht, das mit dem Verstand zu tun, sondern das musst du in deinem Herzen tun. Porque en tu corazón está esa vasija que recibe gracia y oración en abundancia. Denn in deinem Herzen befindet sich dieses Gefäß, was Gnade und Gebet vom Heiligen Geist aufnehmen kann. La fe es una actitud que recibe por parte de Dios. Der Glaube ist eine Haltung, den wir von Gott empfangen. Porque todo lo que recibes de Dios siempre funciona a través de la fe. Recibes por fe. Alles, was wir von Gott bekommen, das kann nur funktionieren durch den Glauben. Por ejemplo, si tú tienes poca fe, vas a pedir pequeñas cosas de Dios. Zum Beispiel, wenn du nur wenig Glauben hast, dann wirst du nur kleine Dinge von Gott erbitten. Pero cuando tú tienes mucha fe, vas a pedir grandes cosas de Dios. Doch wenn du großen Glauben hast, dann wirst du große Dinge von Gott erbitten. ¿Y por qué pedimos cosas grandes de Dios? Und warum bitten wir große Dinge von Gott? Y porque hemos aprendido a creer en un Dios grande, un Dios todopoderoso. Weil wir gelernt haben, dass wir an einen allmächtigen Gott glauben, an einen, der groß ist. Eso muchas veces es un proceso. Und dieses ist sehr oft ein Prozess. Por ejemplo, los discípulos estaban pasando un buen tiempo con Jesús. Zum Beispiel die Jünger, die sind eine Zeit lang mit Jesus gegangen. Según se calcula, creen que son 3 años que los discípulos estaban con Jesús, ¿no? Und man sagt, dass es so 3 Jahre waren, dass die Jünger mit Jesus waren. En una oportunidad estaban con Jesús en el barco. Und bei einer Gelegenheit waren sie mit Jesus im Boot. Ellos habían pasado un día maravilloso con Jesús. Sie hatten einen wunderbaren Tag mit Jesus erlebt. Se sentían fuertes. Sie fühlten sich stark. Porque habían visto cómo Jesús sanaba un leproso. Denn sie haben gesehen, wie Jesus einen Leprakranken heilte. Y Jesús habían escuchado cómo Jesús le dijo al leproso, yo quiero sanarte, queda sano. Und sie hatten gehört, wie Jesus selbst zu diesem Leprakranken gesagt hatte, ich will dich heilen, geh und sei geheilt. Y a la mujer samaritana, Jesús le dijo, quiero darte agua, solamente pídemela. Und zu der samaritanischen Frau hatte er gesagt, ich will dir Wasser geben, bitte mich nur darum. Los discípulos habían presenciado la sanidad a distancia del siervo de un oficial romano. Und die Jünger, die hatten mitgekriegt, wie dieser Diener des römischen Hauptmanns gesund geworden war, nur weil Jesus das Wort gesprochen hatte. Jesus war nicht mal dort gewesen. Este oficial recibió de Jesús lo que él creyó.
Dieser Hauptmann, der bekam von Jesus, was er glaubte. Porque él creyó en el gran poder de este Hijo de Dios. Denn er glaubte an die große Macht des Sohnes Gottes. Ellos vieron como la gracia de Jesús sanó a la suegra de Pedro. Sie haben gesehen, wie die Gnade Jesu die Schwiegermutter von Petrus geheilt hatte. Y después siguió toda una noche ministración de sanidad y de sanidad en la casa de Pedro. Und danach war in Petrus seinem Haus, kamen da Leute, die wollten alle geheilt werden. Das dauerte eine ganze Nacht lang. Toda la gente venía para recibir algo de Jesús. Und all die Leute kamen, um etwas von Jesus zu bekommen. Y después de haber presenciado todo este espectáculo de milagros, und nachdem sie all dieses mitbekommen hatten, weil sie dabei gewesen waren, uno diría, bueno, su fe tendría que estar por las montañas, ¿verdad? Also wir würden ja sagen, ihr Glaube müsste ja wirklich voll gewesen sein. Tendrían que ser ya campeones de la fe. Sie müssten ja eigentlich schon die Überflieger im Glauben sein. Deberían haber entendido mejor cómo funciona la gracia. Sie hätten ja schon lange begreifen müssen, wie die Gnade funktioniert. Porque la gracia no solamente incluye el perdón de tus pecados. Denn die Gnade, die funktioniert nicht nur so, dass sie deine Sündenvergebung sino garantiert, abarca también las otras áreas de tu vida. Sondern sie erfüllt auch die anderen Gebiete deines Lebens. Pero una cosa es tener fe mientras no te toca pasar por una prueba. Eine Sache ist, Glauben zu haben, während du nicht selber davon betroffen bist, von etwas. Y otra cosa es tener fe cuando tú mismo eres parte del problema. Und die andere Sache ist, Glauben zu haben, wenn du selber in diesem Problem steckst, für das du jetzt Glauben haben musst. Bueno, entonces, después de un día tan maravilloso, Jesús pensó, bueno, mis discípulos necesitan ser fortalecidos en la fe. Also nachdem seine Jünger all dies gesehen hatten und miterlebt hatten, hat Jesus gedacht, so, jetzt brauchen sie selber eine Stärkung ihres eigenen Glaubens. Entonces entró en una barca con los discípulos, subieron al agua, al mar, y Jesús se durmió. Sie stiegen also in ein Boot, um über den See zu fahren, und Jesus, der schlief ein. Entonces se levantó una tormenta y las olas pegaban contra el barco, casi se tumba el barco. Und plötzlich erhob sich ein Sturm, die Wellen schlugen ins Boot, das Boot kippte fast um. Los discípulos atemorizados despiertan a Jesús y le dicen. Die Jünger, die waren voller Angst und sie haben Jesus aufgeweckt und sagten ihm Folgendes. O sea, Jesús le dice a los discípulos porque los ve atemorizados. Ach so, Jesus, der sagte ihnen dann Folgendes, weil er sah, wie viel Angst sie hatten. En Mateo 8 dice, ¿por qué tienen miedo? Tienen tan poca fe. Entonces se levantó, reprendió el viento y las olas y de repente hubo una gran calma. In Matthäus 8, Vers 26 sagt er, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt so wenig Glauben. Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Und da trat eine große Stille ein. Los discípulos no tuvieron que remar más fuerte para salvar sus vidas. Die Jünger, die hätten nicht müssen noch stärker rudern, um sich und ihr Leben zu retten. Solamente necesitaban tener fe, dijo Jesús. Sie hätten einfach nur mehr Glauben haben sollen, sagte Jesus. Porque la gracia está con ustedes. Yo soy la gracia. Denn die Gnade ist mit euch. Ich bin die Gnade. Solamente necesitaban tener a Jesús en su barca. Sie mussten nur Jesus in ihrem Boot haben. No sé en cuál situación tú estás. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest. No sé cuán altas son las olas por los cuales estás atravesando con tu barca. Ich weiß nicht, wie hoch die Wellen sind, die gerade in deinem Leben sind. Pero tú crees en Jesús, ¿no es cierto? Aber du glaubst doch an Jesus, ist es nicht so? Tú has recibido a Jesús en tu corazón. Du hast Jesus in dein Herz aufgenommen. Entonces Jesús está en tu barco. Dann ist Jesus in deinem Boot. No tienes que remar más fuerte para salir de esa tormenta. Du musst nicht noch mehr rudern, um aus diesem Sturm herauszukommen. No tienes que cumplir más leyes para agradar a Dios y conseguir su ayuda. Du musst nicht noch mehr Gesetze befolgen, damit du Gott wohlgefällig bist und um seine Hilfe zu bekommen. Tú tienes que tener fe en Cristo Jesús que está dentro de ti. Du musst Glauben haben in Jesus Christus, der in dir ist. En realidad no quiero decir tú tienes que tener fe, porque entonces vengo con otra ley también.
In Wirklichkeit möchte ich euch nicht sagen, du musst Glauben haben, weil das dann lege ich euch schon wieder ein Gesetz auf. Yo quiero animarles a tener fe en Jesucristo. Ich möchte euch Mut machen, habt Glauben an Jesus Christus. Ten fe, habt dice Glauben. Jesus. Ten fe en Dios y créenme a mí también. Habt Glauben an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus selber. Dios te salvará en tu situación. Gott wird dich aus deiner Situation retten. Porque si tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Denn wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Y su gracia es suficiente para ti. Und seine Gnade ist genug für dich. Jesús nunca te va a abandonar. Jesus wird dich nie verlassen. Y siempre te va a animar. Und er wird dich immer ermutigen. Y va a derramar su espíritu de gracia y de oración sobre ti. Und er wird seinen Geist der Gnade und des Gebets auf dich ausgießen. Simplemente vuelve tu atención, tu mirada en Jesús. Richte deine Augen ganz auf Jesus. Vuelve tu corazón a él. Richte dein Herz auf Jesus aus. Y vas a darte cuenta cuán cerca él está contigo. Und dann wirst du merken, wie nah er bei dir ist. Vamos a ponernos de pie y orar. Lasst uns aufstehen und beten. Padre, tú conoces la realidad de cada uno de nosotros. Vater, du kennst die Wirklichkeit im Leben eines jeden hier. Conoces los problemas financieros o matrimoniales que hay. Du kennst die finanziellen Probleme oder die Probleme in den Ehen. Tú conoces la situación de salud de cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo. Und du kennst auch die gesundheitlichen Verhältnisse im Leben jedes Einzelnen, der hier ist und auch die, die uns sehen. Hoy entendemos que tú tienes un corazón lleno de gracia y favor con nosotros. Heute verstehen wir, dass du ein Herz voller Gnade und Liebe für uns hast. Porque hemos creído en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Du bist für uns, weil wir an dich geglaubt haben. En todo nos entregamos a ti. Und wir geben alles dir hin, Herr. En todo nos fijamos en tu presencia. Und wir richten uns aus auf deine Gegenwart. Y recibimos de ti agua viva para nuestra vida. Und wir empfangen von dir lebendiges Wasser für unser Leben. Tú nos levantas. Du erhebst uns. Tú nos sanas. Du heilst uns. Tú nos restauras. Und du stellst uns wieder her. Tú eres el que suple todas nuestras necesidades, no importa cuáles son. Und du gibst uns alles, was wir brauchen. Du stillst unsere Bedürfnisse, egal welche sie sind. Tú eres el Dios nuestro proveedor. Du bist der Gott, unser Versorger. En Cristo Jesús está la plenitud de Dios mismo. In Jesus Christus ist die Fülle Gottes. Y tú nos has demostrado esa gracia, Señor, cuando tuvimos fe en tu Hijo. Paz vino a nuestro corazón. Und du hast uns teilhaben lassen an dieser Gnade in dem Moment, wo wir an Jesus Christus, deinen Sohn, geglaubt haben. Y Señor, en esta mañana no permitimos que nuestra conciencia o el diablo nos condene. Und an diesem Morgen erlauben wir nicht, dass unser Gewissen oder der Teufel uns anklagt. Porque dice tu palabra que aun cuando nuestra conciencia nos condena, tu gracia es mayor. Denn dein Wort sagt, auch wenn unser Gewissen uns anklagt, dann ist doch deine Gnade größer. Hoy miramos sencillamente lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Heute wollen wir einfach auf das schauen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Allí él cargó nuestras culpas. Dort hat er unsere Schuld getragen. Nuestras cargas. Unsere Lasten. Nuestro pecado. Unsere Sünde. Nuestro dolor. Unseren Schmerz. Y por tus llagas, Señor, somos sanados. Und durch deine Wunden sind wir geheilt. En esta mañana proclamo sanidad sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí. Und heute Morgen proklamieren wir Gesundheit über das Leben eines jeden, der hier ist. Dios derrama el espíritu de gracia y de salvación sobre cada uno de nosotros. Gott möge den Geist der Heilung und den Geist der Erlösung über jeden von euch ausgießen. Tú nos llenas con tu favor y con tu gracia, Señor, y recibimos de ti. Du erfüllst uns mit deiner Gnade und mit deinem Wohlwollen, Herr. Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Denn wir setzen unseren Glauben und unser Vertrauen auf dich, Jesus Christus, unseren Herrn. Tenemos una esperanza, Señor. Wir haben eine Hoffnung, Herr. Tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Wir haben Jesus Christus in unserem Herzen. Gracias, Padre. Danke, Vater. En el nombre de Jesús oramos. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Amen. Muy bien, tengan ánimo. Sehr schön, habt Mut. Entramos en una nueva semana, pero no solos. Wir gehen in eine Woche, aber wir sind nicht allein. Dios
ha dicho en Cristo Jesús, estoy con ustedes todos los días. Jesus, Gott hat gesagt in Jesus Christus, ich bin bei euch alle Tage. Y por eso somos más que vencedores, porque Cristo es el vencedor en nosotros. Und deswegen sind wir mehr als Überwinder, denn Jesus ist der Sieger in unserem Leben. Amen. Amen. Buenos días. Guten Tag wünschen wir.